unser der Command, gell? Gut, da machen wir weiter. Und eigentlich ist mir relativ wichtig, was du erkundest. Zufall, dann hast du eine bessere Chance. Gut. Dann töten wir fröhlich weiter Menschen. Genau, dich interessierst du mich nicht. Du interessierst mich nicht, formulieren wir so. Are you kidding me right meow? Wer auch immer das geschrieben hat, das hat er falsch geschrieben. Und mal Kitten wie Kitten, also Kätzchen schreiben. Nicht kidding. Are you kidding me right meow? Jetzt ist der Witz hier weg. Weder noch True Bad ist wobei aufgegeben. Also ich werde es wahrscheinlich nicht weiter streamen, habe ich aktuell nicht vor. Es ist, woran ist Tunesien so gestorben? Tunesien ist vor allem an einem sehr starken Kabylei gestorben und danach halt an mir. Aber Kabylei, ich weiß, die sind, weiß gar nicht, woraus die so genau entstanden sind, kann ich jetzt halt auch nicht sagen, Manalf. Aber hauptsächlich Kabylei, glaube ich. Jetzt habe ich meine Factorio-Geschichte unterbrochen. Factorio habe ich gestreamt, ich habe es auch gern gespielt. Ich spiele es auch immer noch ab und zu, wobei ich jetzt einmal durch bin und seitdem eher weniger reinschaue. Aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass es sich als Streaming-Spiel nicht so richtig eignet, weil es halt irgendwie sehr dazu neigt, dass die einen Leute, die wenig davon verstehen, vielen Dank an Mr. Paranoid, gar nichts davon haben. Und die Leute, die was davon verstehen, sich nur fragen, warum macht das alles so umständlich oder... Weil die meisten waren ja eigentlich, war eigentlich jetzt keiner wirklich schlimm, aber es gibt dabei... Factorio öfter mal Leute, die einem erklären, dass man alles viel zu ineffizient macht. Vielen Dank an Mr. Paranoid für Prime und Bits. Also wie gesagt, Factorio habe ich aktuell leider nicht vor, fortzuführen. Ja, zumindest nicht auf dem Kanal, aber ich habe seitdem noch relativ viel gespielt. Das sind die Ormus, die sich hier so auftun, oder? Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Die Ormus ruinieren alles. Sehr schön. Freie Überdehnung. Für Kabylei-Provinzen muss noch die Festung fallen. Ah, ist sie gerade. Sehr schön. Ich werde Ihnen nur deine Küstenprovinz, wenn ich ehrlich bin. Wann hat der Timuride Waffenstillstand? Im Jahr 68, heißt er kriegt 67, 68, noch zwei Reduktionen. Das heißt, ich will eigentlich nicht auf mehr als 53 kommen mit dem Timuriden, wenn ich ihn nicht angreife. Also, das wäre schon noch interessant, falls ich eventuell mal den Portugiesen angreifen will, weil das ist ja nicht der... Genau. Wenn ich jetzt das hier mache, ist zu viel. Für den Timmy wird es tatsächlich keinen Unterschied machen. Überdehnung ist das 54. 54 Überdehnung geht, das verbrenne ich runter.
Büro Stabilität geschenkt. Das Spiel meint es echt gut mit mir heute. Wenn wir mal Gujarat ignorieren. Ups. Oh, Hubkonzert. Wahrscheinlich hat jemand geheiratet, aber ich glaube, das hört ihr gar nicht. Nicht schönes Wetter zum Heiraten. Völlig besseres. Schade, sie haben instant einen Verbündeten gefunden. Sonst hätte ich gesagt, ich greife sie direkt an. Sind aber schon gerade entstanden, da bilde ich mir das ein. Ja, die sind gerade entstanden. Ich glaube, die wurden freigelassen, kann das sein? alle Berater wurde annektiert. Wurde von feindlichen Besetzungen verbreitet. Von wem wurde es denn besetzt? Ja, Rebellen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss Provinzen verbrennen, damit ich unter 100 komme, aber ich habe wenig Zweifel, dass das reichen sollte, gerade mit den Provinzen hier oben, die doch ein bisschen größer sind. Ernsthaft? Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wird Zeit dafür. Perfekt. Okay. Hoffe ich, dass noch viele Rebellen in nächster Zeit kommen. Schade, dass ich gerade Stabilität bekommen habe. Die sollte sich eigentlich auch erfüllen. Weil ich habe eigentlich mehr Regimente als 80, bilde ich mir ein. I'm wrong. Das müssen wir definitiv ändern. Armee muss ausgebaut werden. So, das. Wir haben 21, 20. Gehen wir einfach her und sagen, eine Armee von uns soll ungefähr so ausschauen. Und bauen eine. Die ist wahrscheinlich zu teuer oder die kostet 900 Dukaten oder so. Machen wir es halt im halben Maßstab. Das können wir uns wenigstens leisten. Die sind sehr, 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 sehr tot. Ist mir egal. Ich bin Horde, warum sollte ich nicht mit Kavallerie spielen? Das einzige Problem ist, dass ich leider noch. Das einzige Problem ist, dass ich Infanterie immer noch haben muss. Ich hätte am liebsten keine. Aber ich bin ja leider nicht Tengri, wie sich das gehört. Leider, leider bin ich nicht Tengri. Man sich wahrscheinlich aufsparen sollen. Ach, die Institution, die vergesse ich immer. Ich Schlaumeier, danke für den Hinweis.
Ist ja ganz gut, dass ich nur so halb, nur nicht ganz viel Beute habe. Ist auch ja gerade mit Jaunpur im Krieg? Ich meine eigentlich Gujarat mit Jaunpur, die haben gerade ihrem eigenen Verbündeten indirekt den Krieg erklärt. Das finde ich cool. Weil Jaunpur sollte den Gujarat zumindest ein bisschen wehtun. Ja, leider hilft ihnen alles andere. Sehr schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Sehr schön, der Team hat auch den Verbündeten verloren. Jetzt müsste sich Gujarat nur so weit auspowern oder wir sagen, wir nehmen einfach beide mit, während Gujarat noch beschäftigt ist. No what? Don't care. Hey, wir können das Mittelmeer erreichen. Es wird endlich Zeit für Absolutismus. Mit Absolutismus mache ich Imperialismus, aber es dauert leider noch zwei Tags. So, wann ist Timuride 68? Ich sehe noch ein bisschen hin. Das ist traurig, aber wahr. Solange sie mir eine Grenze zu dem Bukdo lassen. Es gibt eh so wenig zu erobern, weil das ist schon wieder der Papst, das ist Großbritannien und das ist dann eh nicht mehr viel. Sag mal, Oromos, wie lange wollt ihr denn jetzt den Schmarrn noch weitermachen, hä? Die brauchen alle nicht wirklich runterkaufen, aber ganz ehrlich, 8 Militärpunkte sind halt nix. Ja, 400 Provinzen oder so. Vor allem, es bringt ja 2, oder? Ne, nur einen, schade. Trotzdem, haben will. Im Militär habe ich ja gerade Punkte. Mache ich eh schon wieder aufhören, weil es ist ja Februar 68, wo wir angreifen können. Jetzt muss ich jetzt zeigen, was jetzt so
die Möglichkeiten sind, die sich da jetzt bieten in 2 Monaten. Mein Gujarat ist abgelenkt gerade. Und ich habe den Osmanen. Es ist nicht Jaunpur. Also eigentlich könnte man den Krieg schon so erklären, wie er ist, finde ich. Vorausgesetzt natürlich die Timuriden machen mit ohne Timuriden. Die Osmanen, Entschuldigung. Ernsthaft? Immer noch? Was ist denn das? Kann sein, dass ich meinen PC neu starten muss. Da habe ich aber eigentlich relativ wenig bis gar keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Ich frage mich, woran das liegen könnte. Das hatte ich noch nie, bilde ich mir ehrlich gesagt ein. Dass EO4 einfach auf Not Responding schaltet. Mein PC. Okay. Also die SSD auf der EO4 läuft gerade 100% Auslastung. Das ergibt aber eigentlich keinen Sinn. Was greift da so brutal auf diese auf meine Festplatte zu? Hallo Karl Deusest. EO4 sehe ich nicht auf einer RAM-Disk, nein. Könnte ich machen, aber ich habe es tatsächlich nicht. Mal schauen, ob ich sehen kann, was so brutal auf meine Disk zugreift. Würde mich tatsächlich schon interessieren. Eigentlich sollte ja gar nichts drauf zugreifen. Ich habe EO4 viermal in der RAM-Disk gehabt, aber es war irgendwie relativ uninteressant. Das ist immer der Scheiß. Dass der Osmane halt den Timuriden mag. Jedes Mal das Gleiche. Deswegen bräuchte ich Imperialismus. Weil dann könnte ich halt Nogai angreifen und den Timuriden darüber angreifen und vernichten. Dass der aus meinen Timuriden mag, meinst du, Manolf? Sie verbessern halt auch beide Beziehungen wie kranke Irrige. Ja.
Das war gerade echt eine Überlegung, ehrlich gesagt. Das ist nicht mal eine Nation mehr, die mitmacht, weil die hätte den Timuriden sowieso geholfen. Kommst du auf 200 Admin? Das bewusst der Stabilität nicht 100 Admin kostet, wenn man plus 1 hat. Ist ja die Frage, ob ich meine Stabilität gerade so unbedingt brauche. Leider sind es beides Schoniten. Und es sind eh alles Leute, die mich für den Rest meines Lebens hassen. Also, ja, das Schlimmste ist tatsächlich Timurid, aber ich kann den Timuriden eigentlich so viel nehmen, dass es egal ist. Ob er jetzt noch ein bisschen aggressive Expansion bekommt. Ich will nur Timurid eigentlich richtig gehen, töten. Ja, Timmy mit Co-Ziel, das ist der Sinn der Sache. Wenn der Timmy und die Gujarat einen Waffenstillstand haben, das Hauptproblem ist eigentlich, wie viel versaut mir Gujarat das Kriegsziel? Das probieren wir jetzt einfach mal. How bad can it be? Kein Kriegsziel ist halt. Es hat, man, unabhängig davon, von der Stabilität und der Kriegsmöglichkeit und der aggressiven Expansion, nervt mich halt vor allem, dass ich kein Kriegsziel habe, das ich erfüllen kann. Das allein ist halt schon richtig bitter. Wenn ich das irgendwie umgehen könnte, wäre es halt richtig viel wert für mich, finde ich. Die habe ich noch einen Waffenstillstand, oder? Ja. Also würde das meiner auch nicht helfen, oder? Weil zu weit weg. Und nee, halt. Du magst Kuscharat auch noch? Sag mal! Hast du denn keine Ehre am Leib? Ob ich jetzt Nogai oder Kushat angreife, ist eigentlich fast schon egal, gell? Ah, Karakundo kommt der Osmanischer dahin, um es zu belagern. Ich hätte wahrscheinlich den Waffenstillstand. Ja, und Pur ist gerade im Krieg mit Gujarat, die sind nicht mehr verbündet. Weil Gujarat die Timuriden einen Krieg gegen Orisa, wo sie jetzt gegen Jaunpur kämpfen, gezogen hat. Which I think is hilarious. Nächstes Mal ich halt mal gegen Timuriden ohne Gujarat kämpfen, aber dazu muss ich halt auf Imperialismus warten und das dauert noch. Entschuldigung. Außer natürlich, ich mache den Timuriden nicht Co-Kriegsziel und spare mir Gujarat. Für einen schnelleren Krieg, aber das, der Bündnisauflösung von Gujarat. Gegenfrage. Haha, nicht den auch eine Chance. Ich habe auch noch Aufschluck. Schluck auf. Das ist irgendwie ein schlechter Tag heute. Das andere ist halt, in 3 Jahren kann ich den Mamelucken angreifen. Und in 3 Jahren werde ich halt nicht mit dem Timuriden fertig. Ja, man könnte versuchen, schnell einen Krieg mit Timmy zu machen. Das Problem ist, wenn ich halt sage, ich breche nur das Bündnis, ist mir das den No-CP wert. Das ist gerade so mein Gedankengang. Also das probiere ich jetzt einfach mal aus. 3 Stabilität haben ist eh so langweilig. Okay, ist hier irgendwo eine Festung? Nö. Dann marschier du mal vor. Du marschierst vor. Oh, da ist doch eine Festung. Ist die eventuell aus? Nee. Wäre auch zu schön gewesen.
Vielen Dank an Killerflow. 22 Monate. Krass. Der ist so lange schon wieder auf Twitch bin. Das ist schon lustig. Das ist wahrscheinlich auch die ganzen... Will ich mir jetzt eigentlich ein oder sagen, die Events nicht, dass die meine ganzen Provinzen hier unten zurückkonvertieren? Beim nächsten Event mal aufpassen. Weil ich mir irgendwie, entweder habe ich das jedes Mal überlesen, ich überlese die Unruhe, die Missionarstärke, okay. Ich habe ehrlich gesagt immer nur die Missionarstärke, naja, gibt das Missionarstärke, gab es denn auch mehr Sinn. Aber ich habe das irgendwie nie gelesen. Ich habe mir auch gedacht, mein Gott, was interessiert mich das bisschen Unruhe in meinen jüdischen Provinzen? Die sind doch alle happy Kadaver, glücklich und zufrieden, aber... Ja, dann gibt es sonst tatsächlich Probleme, die Events. Dann wird das tatsächlich unruhig da unten auf Dauer. Naja, da unten Oromo und fetischistisch. Das ist echt uncool, was die Oromos da machen. They're taking everything I worked for. Und damit sollte es wieder vorbei sein. Sehr schön, dann kann ich nämlich da unten wieder fröhlich konvertieren. Und nämlich Zeit, dass man die zurückkonvertiert. Aber erst wird alles in Indien konvertiert. Ich denke mal, das timuridische Flaggschiff, beziehungsweise übernimmt das timuridische Flaggschiff. Ich finde, wir haben viel zu wenig Flaggschiff in dieser Welt. Das wäre lustig, wenn die sich durchsetzen. So, ich kann hier noch Candy konvertieren. Das heißt... Okay, weil dann werde ich danach mal wieder alles, was ich habe, den Handelshäusern hinzufügen und dann wieder eigens drauf schauen. Ja, es ist kein großer Umstand. Oh mein Gott, ist halt so. Kriegen wir alles hin. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Herrat, wir müssen ja vorher noch kurz Jast belagern. Ja, Perat müsste die Hauptstadt sein. Belagert mal nicht da rein, vielleicht zieht er sich danach nach da rein zurück, dann können wir ihn direkt wieder rausholen. Vielleicht wollen sie nicht auf neuestem Stand halten. Ich habe meine Festung auch nicht auf neuestem Stand.
Bananen sind sie nicht so teuer. Und sie reichen trotzdem, um die KI zumindest kurz davon abzuhalten, sich fortzubewegen. Lange Belagerungen müssen sie ja nicht sein, meinetwegen. Nein, du bleibst da. Ich will die restliche timuridische Flotte versenken. Peter, ist meine gerade wirklich eine Schlacht? Ja, könnte es sogar schaffen ohne mich. Gemacht, Osman. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Faljast. Gehst du gleich nach Herat. Beautiful. Na gut, da waren ihre Truppen eh gerade hinten. Ja. Die KI hat Frieden mit Leuten, mit denen sie gerade noch im Krieg waren. Na gut, ist eigentlich okay, weil sie wollten eh nicht im Krieg sein. Eigentlich passt's. An sich passt's. Bist du eine echte Festung? Das heißt, ich kann nicht an dir vorbeimarschieren, schade. Ich überhole übrigens gerade wirklich fast zurückziehende Truppen an sich. Geht echt ohne Gewaltmarsch mit Natschtorde. Es kann sein, dass Herat schon für vieles reicht, ja. Gegenfrage. Gusharat, Jaunpur, wie viel lang ist das? 78. Da muss ich halt sehr schnell danach angreifen. Weil das Geld wäre halt sehr hilfreich hierfür. Können Sie sich jetzt natürlich überlegen, ob einem Jaunpur überhaupt so wichtig ist. Das, wenn sie machen, dann muss ich ganz einfach sagen, GG, you win. Ich nehme mal an, dass sie gerade ein bisschen geldlos geworden sind. Also sind kein Kriegsgegner. Jaunpur. Nee, haben sie tatsächlich nicht.
Echt interessant, wenn man denkt, wie oft ich EO4-Musik inzwischen gehört haben muss, dass sie mich eigentlich immer noch nicht stört. Waldetoft hat's drauf. Verdammt. Morin sind noch Mittel, Respekt. Sind echt begeistert von diesem Krieg. Kann ich im Frieden nicht. Schon eine Zeit lang nicht mehr in einigen Provinzen schon, ja. Aber schon eine Zeit lang her, das letzte Mal. Ja, her damit. Okay. Ist mir zwar alles relativ egal, aber wir machen einfach mal einen Langwaffenstillstand draus. Und ein bisschen Prestige. Von dem ich sogar ganze 4 bekomme. Wie viel bekomme ich von dem Geld? 62! Tatsächlich ist damit die Installation nicht mal ansatzweise finanziert, weil sehr viel davon der Osmane bekommen hat. Habe ich jetzt auch nicht so wirklich berechnet, muss ich bestehen. Ja, ich auch nicht, denke nichts. Hab das noch gerade gesehen, weil ich nur 2000 hatte, dass da was nicht stimmt. Und die Timurin erkennt direkt den Krieg. Respekt! Frisch gewuppt und schon wieder im Krieg. Konvertierst du? Oh, Religionszentrum. Dann sparen wir uns das fürs erste Mal. Ohne DLC ist alles besser. Genau. Könnte man aktuell wahrscheinlich erzwingen. Genau, die. Sehr schön, Dektor.
Das ist sehr interessant. Sind mit Sicherheit welche da, aber wie gesagt, ich bin kein großer Freund davon, Partikularisten. Also nicht mal welche da. Aber ich nehme nicht gern Partikularisten an, nur um danach dann die Dings zu reduzieren. Ich weiß, dass man es machen sollte, aber ich mag es nicht. I do not like. Könnte man eigentlich mal machen. Die angreifen, Krieg mit Portugal, Portugal Bündnis mit Spanien lösen. Jetzt könnte ich auf 46, 46 kommen. Ey, die sind da jetzt gerade hängen geblieben, weil Exil dumm ist. Ich habe sie extra so geschickt, dass sie nicht aufeinander stehen. Oder meinst du überhaupt mich? Keine Ahnung. Ich meine, ich habe eigentlich viel Armee. Ich habe sogar viel Manpower. Ja, aber ich will gerade kein Geld ausgeben. Wie gesagt, ich könnte es erzwingen. Aber ich spare halt gerade eigentlich komplett auf meine Dings hin. Ich hoffe, dass das Ming-Bündnis nicht so stark eilt. Wann muss ich dich angreifen? Wir müssen, tue ich gar nicht, aber ich werde. Und wahrscheinlich werde ich Jerusalem erobern. Weil ich brauche einen fünften Missionar. Du bist das ja nur gelb, das heißt, das solltest du eigentlich überleben, wenn ich mir das nehme. Und genau. Alles gut. Eigentlich ist Flotte krass. Nee, eigentlich ist beides relativ gleich, gell? Dann passt doch das eigentlich ganz gut für mich. Jetzt bin ich 17 Jahre im Voraus. Dann kann ich sehr viele militärische Punkte in Rebellen stecken. Hätte eigentlich 2, 3 Jahre warten sollen, aber ich bin gern im Voraus. Wer kann, der kann aus dem Arzt 40. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, 40. Weil ich bin Horde. 2D. Ich muss eigentlich den Osmanen gar nicht einladen für diesen Krieg. Aber die 40 sind die gesamte. Da sind die 20 drin. Oh ne, sind sie nicht. Ich bin dumm. Ups. Wenn ich das einen Unterschied gemacht hätte, aber ja, hast recht. Habe ich jetzt falsch gedacht. Ich brauche Jerusalem definitivst. Wann darf ich angreifen? Im nächsten Jahr? Im Juni erst. Ja, dann könnt ihr alle noch fröhlich trainieren für ein paar Monate. Du, die Institutionen sind noch 1000 Dukaten. Das ist noch sehr, sehr lange. Das stimmt natürlich. 2 Darlehen, ja, das hätte man machen sollen. Da hast du recht, das hätte man machen sollen. 2 Darlehen aufnehmen und dann forschen. Juhu! Grießkund gegen Katsina! Kommt direkt nach dem Mamelucken!
Ja, da hast du recht. Wäre besser gewesen. Hätte ich tun sollen. Oh, wait a minute. Ah, ist doch erst neu. Ich dachte, du wärst schon älter inzwischen. Gut. Dann darfst du noch ein bisschen leben, wenn du noch nicht so alt bist. Wie viel Armeedreizung habe ich inzwischen? Gott, ich würfel so geile Generäle. Ich dachte mir doch, dass ich viel Armeedreizung haben muss. 99,5 ist schon sehr viel. We win everything. Denn wir sind so traditionsreich.